Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Mein Name ist Monika. Herzlich willkommen, meine lieben Königinnen und Könige des Feuers. Ihr lieben Schützegeborenen, ihr musstet jetzt so lange warten auf euer Kurzreading. Ich werde versuchen, dass ich das in Zukunft auch gerecht gestalte. Und das auch mal durchmische anhand der Elemente und dass ihr nicht immer jetzt so lang warten müsst, ihr lieben Schützegeborenen. Und ihr wisst ja, heute geht es um das Thema der Karriere. Das ist der erste Bereich im Bagua und das Element, was dem Karrierebereich zugeordnet ist, ist das Wasser. Deswegen habe ich diesen schönen blauen Kristall ausgesucht. Und das Feuer für euch, liebe Feuerzeichen, ist hier dieser wunderschöne rote Kristall. Und von den Elementen her gesehen, würde normalerweise das Wasser das Feuer löschen, wie man sich vorstellen kann. Und es wäre eher ein Zerstörungszyklus als ein Fütterungszyklus. Aber es geht ja heute mehr um das Thema der Karriere. Und wir schauen mal, was sich da für euch für Themen zeigen dürfen aus den Lektionen deiner Seele von James van Praag. Und ich bitte mal um Informationen für euch, meine lieben Schützegeborenen. Schauen wir mal, welches Thema sich für euch zeigen möchte. Oh, danke schön. Vergebung. Vergebung. Mir ist bewusst, dass Groll den Fluss der Liebe unterbricht. Meine lieben Schützegeborenen, schaut mal, hier geht es um das Thema der Vergebung im Karrierebereich. Vielleicht gibt es da irgendwelche oder gab es irgendwelche unschönen Situationen für euch, ja, die euch das Gefühl gegeben haben, dass ihr irgendwie nicht so vorankommt, wie ihr gern möchtet. Und sowas gibt es leider sehr häufig. Ich höre da so viel, ja, also da gibt es ja alle Variationen an Stolpersteinen, ob das jetzt die allgemeine Situation ist, die wirtschaftliche Lage, oder ob das an den Firmen selber oder den Mitarbeitern, den Kollegen liegt, ja. Da gibt es also eine ganze Menge, die einen da in unschöne Situationen bringen kann. Und es geht darum, dass ihr womöglich vergeben müsst und an erster Stelle würde ich sagen, vergebt euch. Das ist das Allerwichtigste, ja, weil jeder kann mal in eine schwierige Situation kommen und ihr wisst ja, wir sind ja hier auf der Erde, damit wir unsere Lernaufgaben bewältigen und wir bekommen immer wieder neue Herausforderungen. Also das hört niemals auf im Prinzip, ja. Seht es vielleicht als Lernaufgabe für euch und lasst euch aber nicht einbremsen, ihr lieben Schützegeborenen, denn ihr seid ja die Sternzeichen mit dem Pfeil nach oben und euer Streben ist also aufwärts gerichtet. Das heißt, nicht unbedingt nur im materiellen Bereich, aber auch im Wissensbereich. Ja, ihr wollt einfach alles wissen und ihr strebt nach Weisheit. Und natürlich auch nach höherem, vielleicht auch höherem Ansehen. Deswegen ist euch wahrscheinlich auch der Karrierebereich sehr wichtig. Und aber überfordert euch nicht, ihr lieben Schützegeborenen. Das kommt sowieso ganz von allein zu euch. Schauen wir nochmal, was die Wünschekarten von Pierre Frank uns mitteilen wollen. Die schönen Wünschekarten von Pierre Frank. Oh, danke schön. Juckt die Nase. Da gibt es Neuigkeiten für euch, liebe Schützegeborene. Rede mit niemandem über deinen Wunsch, bis er sich erfüllt, ihr lieben Schützegeborenen. Schaut mal, wie das von den Farben her toll harmoniert. Schaut mal, orange, lila. Ja, ihr habt anscheinend schon einen Plan, wie es weitergehen soll, ja. Sollt aber diesen Plan für euch behalten. Wow! Da müsst ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben, bitte,
was ihr für euch behalten hattet, wenn es dann soweit ist, wenn ihr mögt. Jetzt schauen wir mal, die wunderbaren Engel-Orakel der goldenen Zeit. Schaut mal, wunderschöne Karten von Melanie Missing. Der ist aber gesprungen für euch. Lichtvolle Berufung, ihr Lieben. Rücke dich ins schönste Licht, meine lieben Schützen. Schaut mal, wie wunderbar. Und es ist auch ein Lila. Schaut mal, wie das wunderbar harmoniert von den Farben. Ja? Du sollst ins Licht gerückt werden, mein lieber Schütze, meine liebe Schützin. Ja? Schau mal, wie wunderschön diese Karte ist. Lichtvolle Berufung. Genau, schau mal, vielleicht musst du auch mal einen anderen Weg einschlagen, um überhaupt deiner Berufung folgen zu können, ja? Und das ist doch so im Leben, man fängt mal eine Sache an und dann merkt man, ach, irgendwie geht es da nicht weiter oder irgendwie werden mir Steine in den Weg gelegt, dann versuche ich halt einen anderen Weg, ja? Bis du auf den Weg deiner Berufung gehst. Du wirst quasi vom Universum dorthin geschubst. Wunderbare, wunderschöne Karte hier. Jetzt schaue ich noch, was das noch für ein Engel ist. Der hat sie nämlich rausgemogelt. Ja, schau mal, es könnte nicht besser sein. Navigation, folge deinem Stern. Meine lieben Schützegeborenen, schaut mal, also besser geht's nicht. Und ich würde sagen, das Warten hat sich für euch gelohnt. Wunderbar, meine lieben Schützegeborenen. So tolle Botschaften, ja? Vergebt euch selber und findet den Weg eurer Berufung und dann seht ihr ja, ihr geht hier ins Licht. Ihr müsst nur eurem Glücksstern folgen, ja? Wunderbar, wunderbar. Schaut mal hier, wunderschön, wunderschöne, wunderschöne Karten. Schaut mal, wunderschön für euch, ihr lieben Schützegeborenen. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch oder einen kleinen Kommentar oder auch ein Smiley oder ein Herzchen, so als Zeichen eurer Wertschätzung meiner Arbeit gegenüber. Natürlich auch über ein Abo, das wäre natürlich ganz wunderbar. Vielen, vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Reading. Vielleicht seid ihr wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Servus.